Hallo Freunde und willkommen bei den Scooterhelden und das auf dem Sonntag mit der Selfie-Cam. So sieht's aus, denn ich habe mir gedacht, ich werde euch heute mal aus dem Laden heraus mal das neue iOHOC 2 vorstellen. Und das machen wir, neues Hoverboard von iOHOC unter 300 Euro, den teste ich heute für euch. Also nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ab geht's und wir gucken mal, was kann der neue iOHOC 2. Und da ist sie auch schon, die Box vom iOHOC 2. So sieht das Ganze aus. Ich bin echt gespannt, was uns da drin erwartet. Was hat uns iOHOC hier Schönes geschickt? Wir haben hier schon mal die Bedienungsanleitung und dann haben wir hier das Ladegerät. Und jetzt kommt die Besonderheit bei diesem Ladegerät, denn wir arbeiten hier nicht mit 42 Volt, sondern nur mit einer Ausgangsleistung von 24 Volt. Das heißt, dass dieses Board schon mal deutlich weniger Leistung hat wie vergleichbare Boards. So, dann holen wir die Box mal hier raus. Sehr, sehr nice. Das sieht ja schon fast ein bisschen eloxiert aus. Ich hole mal das Board raus. Ich komme hier gar nicht ran. Verdammte Kacke. Und das sieht hier mit dem Blau richtig geil aus, Freunde. Also eher so ein bisschen Perleffekt-Lack. Changiert auch richtig schön. Sehr, sehr schön verarbeitet. Also für das Geld unter 300 Euro, denke ich mal, gar nicht so schlecht vom ersten Eindruck her. Wir haben hier ganz normal die Druckplatten. Das Ganze ist gummiert, sodass man auch einen guten Halt hat. Und dann haben wir natürlich wieder die Akkuanzeige und auch die LED-Anzeige für den Sensor. Dann haben wir vorne und hinten LEDs in blau. Ich zeige euch das mal hier. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Also man hat vorne und hinten, wie gesagt, wieder diese Beleuchtung. Und einschalten tut ihr das Ganze hier an der Seite. Waiting for Bluetooth connecting. Also was auf jeden Fall nice aussieht, sind die LEDs. Das ist mal was anderes. Also von der Optik gar nicht so schlecht vorne und hinten. Viel sehen tust du damit im Dunkeln aber nicht. Richtig, richtig schick. Auf der anderen Seite, ich drehe es mal um, kann man ganz gut sehen, haben wir da auf jeden Fall die Ladebuchse. Ladezeit sind ja hier irgendwas um die 1,5 bis 2 Stunden. Optik gefällt mir richtig gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit der Technik aussieht. Aufschrauben, reinschauen und Fazit geben zur Technik. Erstmal ganz kurz ein paar Eckdaten von meiner Seite aus. Wir haben hier, wie gesagt, ein Hoverboard iOHOC 2. 9 Kilogramm wiegt das Ganze mal. Hat eine Zuladung von 100 Kilogramm. Hat rechts und links jeweils 6,5 Zoll Motoren mit Hartgummibereifung, 200 Watt auf jeder Seite. Bedeutet für euch eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 12 km/h. Das könnt ihr aber über die App auch noch ein bisschen einstellen. Und eine Reichweite bei einem 24 Volt Akku, das ist nämlich der. Das heißt, der Akku fällt hier ein bisschen kleiner aus wie bei den normalen Modellen. Von ungefähr, naja, ich schätze mal, naja, 8 bis 10 Kilometer, wenn ihr gut seid. Ja, bei 24 Volt, ein bisschen was über 100 Wattstunden. Normal habt ihr ja 36 bis 42 Volt und 150 bis 160 Wattstunden. Also da fehlt schon ein bisschen an Leistung, spiegelt sich aber auch im Preis wieder. Von der Technik her sieht das hier richtig, richtig gut aus. Das heißt, man hat hier auf eine Hauptplatine verzichtet, hat das integriert hier quasi in da, wo die Drucksensoren sind. Da hat man gleich auch noch die Steuerung mit eingebaut, finde ich sehr gut. Die Stecker sind alle sauber verarbeitet. Ich denke, das sieht man auch. Vor allem auch verklebt, sodass sich da nichts löst. Die Bluetooth-Schnittstelle haben wir ja dann auch für die App. Was mir hier sofort auffällt, die Besonderheit, ist hier das Case. Das heißt, hier wurde der Akku, diese 24-Volt-Schleuder, nochmal richtig stabil in so ein Case eingebaut, sodass, wenn mal irgendwas sein sollte, da nicht so viel passieren kann. Und es ist natürlich auch vor Erschütterung und Vibration geschützt. Finde ich super. Also für das Geld, jetzt mal ganz ehrlich, ja, und eine Ladezeit von gut 1,5 Stunden, 2 Stunden, finde ich, ist das richtig gut verarbeitet. Da kann man nichts falsch machen. Und so viel erstmal zur Technik vom neuen iOHOC 2. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht so lang, sondern steigen mal direkt aufs iOHOC auf. Und da kriege ich dann auch schon eine akustische Bestätigung. Man sieht hier unten auch schön die LEDs für Akku und Sensorfeld. Und ich steige mal auf. Und ich habe es jetzt mal auf Advanced gestellt, also im Prinzip auf diesen Profi-Modus. Und ich finde, dass das Board ganz gut reagiert. So, also das fährt sich schon mal gar nicht so schlecht. Wir werden mal ein bisschen schneller fahren. Und in der Zwischenzeit werde ich euch mal ganz kurz die App einblenden. Denn die App ist auch gar nicht so schlecht. Vor allem, die haben die endlich verbessert. Ja, bei dem alten Modell hast du immer wieder Probleme mit der Verbindung gehabt. Und beim neuen Modell ist es wesentlich schneller in der Verbindung. Und ihr könnt vor allem mehr Sachen einstellen. Ihr seht die Geschwindigkeit, ihr habt einen Selbstcheck und ihr könnt relativ fix umschalten von Beginner auf Profi. Also das gefällt mir richtig gut. Was ich auf jeden Fall sofort merke, ist 24 Volt. Ich finde, du merkst das in der Leistung. Wenn du jetzt so wie ich 100 Kilo wiegst, dann bist du hier bei dem Gerät voll auf Anschlag. Mehr geht dann auch nicht. Das Gerät hat dann auch so eine leichte Kippneigung. Also wenn du jetzt zu schwer bist, musst du ein bisschen aufpassen, dass wenn du in die Geschwindigkeit gehst, dass dir das Gerät nach vorne nicht runterklappt.
Ansonsten fährt sich das richtig gut. 10 bis 12 km/h, wie gesagt, sind hier zu erreichen, auch wenn in der App 15 steht. Ihr seid nur bei 10 bis 12 km/h. Das ist eben so, da muss man sich halt dran gewöhnen. Aber an sich, erstmal vom Handling her, sehr ruhig, sehr leise. Reichweite ist natürlich jetzt nicht ganz so pralle, aber ich finde das jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Also auch da kann man schon mal sagen, vom Handling ist es gut. Müsste man draußen vielleicht mal Probe fahren, heute ist aber scheiß Wetter, denn wir haben den Marathon vor der Tür. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Also heute großer Berlin-Marathon und ihr seht schon, die Leute sind fleißig am Rennen und wir machen hier drin schön Tutorial. Kurzes Fazit zum Iohawk 2. Also Iohawk hat jetzt hier das Hoverboard nicht neu erfunden, die haben aber ein Board auf den Markt gebracht, was finde ich für unter 300 Euro auf jeden Fall eine gute Quality mitbringt. Der Lieferumfang ist top, wir haben eine super Bedienungsanleitung, das Board ist gut eingepackt und ich sag mal mit 1,5–2 Stunden Ladezeit auch absolut okay. Ein bisschen schwach fand ich jetzt den Motor mit 24 Volt und ein bisschen über 100 Wattstunden, das ist jetzt nicht so pralle, aber völlig in Ordnung, denn ihr habt wie gesagt eine MP3-Schnittstelle mit dabei, ihr habt eine gute Verarbeitung von innen, das haben wir glaube ich gesehen und die App wurde auch nochmal verbessert. Also da kann man, denke ich mal, im Einstiegsbereich beim Hoverboard nicht so viel falsch machen. Und tolle Farben gibt es auch. Ich glaube, das sieht man hier im Hintergrund. Silber, Gold und Schwarz. Ja, da zeige ich es euch nochmal ganz kurz. Ja, 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 ja. Genau, Silber, Gold und Schwarz gibt es hier beim Iohawk mit dazu. Könnt ihr euch also aussuchen. Und natürlich auch das Blau. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und besucht unsere Internetseite www.scooterhelden.de. Hat mich gefreut, euch heute mal wieder bespaßen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gibt sicherlich mal wieder was Neues von uns. Also beobachtet unseren Kanal. Und ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Eure Scooterhelden Berlin. Euch hat das Video gefallen? Na dann haben die Scooterhelden ja alles richtig gemacht. Jetzt musst du alles richtig machen und unseren Kanal abonnieren. Nähere Informationen zu den Scooterhelden findest du auf Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Also vergiss nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, die Scooterhelden sind mal wieder unterwegs. Und das schneller, als man denkt.